Wie sehen Ihre Pläne aus? Wie eine Überdosis verpassen, die Pulsadern aufschlitzen und mich erhängen. Es geht darum, was man mir angetan hat, wer dabei war und wer an die Schuld dafür liegt. Und wem geben Sie die Schuld? Mir. Reißt mir die Haare raus, hackt mir die Glieder ab. Nur meine Liebe, die das mir. Dr. Dies und Dr. Das. Ich meinte, schön, dich zu sehen. Die mir sagt, es gibt eine objektive Realität, in der mein Körper eins ist mit meinem Geist. Wie all die anderen blöden, sterblichen Fotzen. Was meinst du? Gibt es das? Ein Mensch wird im falschen Körper geboren? Was meinst du? Gibt es das? Ein Mensch wird ins falsche Zeitalter geboren? Bin ich Sarah. Okay, Sarah, also wir können jetzt mal einfach mal was Positives raus, wenn du es merkst, es macht was. Probier's mal. Mein Ziel ist. Du spring einfach mal ins kalte Wasser. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Nicht groß denken hier. Irgendwas Positives. Schützer Rahmen. Ich bin traurig. Ja, das ist so richtig positiv. Einfach mal. Irgendwas Positives. Ich möchte mich umbringen. Ja, ich glaube, was? Mein Ziel ist es, mich selbst zu behaupten. Genau. Ich bin schuldig, ich werde bestraft. Du bist solch ein Schuldig. Mein Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erregen. Und was ist dein Ziel? Sag doch mal, mein Ziel ist es. Ich bin weg von meiner Einsamkeit, meinem Ekel, meiner Angst. Ja. Ausfall, Niederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Appetitlosigkeit und durch
was es war, das ich nicht fühlen soll. So, ich glaube, es wäre ein ganz guter Zeitpunkt jetzt für uns alle, uns ein bisschen zu entspannen. Ich habe hier so Matten mitgebracht und so eine schöne CD. Und ich würde die Matten einfach mal hier hinlegen und wer Lust hat, kann sich einfach eine nehmen und runterkommen zu uns auf die Bühne und sich einfach genau ein bisschen hinlegen, Augen zu machen. You are worthless. You are good for nothing. You are going to feel terrible for a long, long time. Killing yourself would be a good idea. The only problem is that you don't have the guts. Ich zerbeiß mir die Zunge, mit der ich nie sprechen werde zu ihr. Ich vermisse eine Frau, die nie geboren wurde. Ich küsse eine Frau über die Jahre hinweg, die sagen, wir werden uns nie begegnen. Und mein Leben macht keinen Sinn mehr im Licht solchen Verlusts. Horror im Stillstand. Der Schlusspunkt.